1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schüsseln für Bauabschnitt Nummer 7. Damit geht es weiter beim Millennium Falcon, und zwar werden wir hier jetzt dieser Abdeckungen, die unteren oder die oberen, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, nein, es sind die unteren Abdeckungen für die Hörner bauen, damit jetzt hier die vorderen Hörner verkleidet werden, die wir im Bauabschnitt Nummer 6 hier angebracht haben. Also, los geht's! Und da wäre das erste Panel auch schon fertig und es ließ sich recht einfach bauen. Und wir haben hier ein, zwei interessante Bautechniken mit drin, die ich ganz schön fand. Und zwar hauptsächlich hier bei diesen runden Aussparungen. Die wurden so zweistufig gebaut, hier einmal dieser Bogen und einmal hier so dieser Bogen. Und dann der hier, und dann wurden die so reingesteckt. Allerdings ist die Befestigung unterschiedlich gelöst worden. Hier sieht man schon dieses Teil hier, das ist so ein Stein, der unten auch so eine Noppe hat. Und der wurde dann hier so mit der Noppe draufgesteckt, dass er dann hier den Halt bringt. Und auf der Seite gab es dann hier so diese Steine. Die wurden dann hier verbaut und dann quasi einfach nur draufgesteckt. Also wir haben hier zwei unterschiedliche Methoden, wie dieses Teil zusammengefügt wurde. Das ist ganz schön gelöst, ansonsten sieht man hier viele, viele Platten. Und ein paar 2x2er Steine mit diesen Technikpins dran. Und mit denen wird es dann wahrscheinlich gleich einfach reingeschoben zum Verbinden. Und dann noch so ein paar Verstärkungen, und viel mehr gibt es dann gar nicht zu sagen, und die kommt dann gleich hier unten dran an das erste Horn. Ja, und dann werde ich jetzt mal schauen, wie das hier genau befestigt wird. Und ich habe, wie es aussieht, einen Fehler gemacht in einem früheren Bauabschnitt, denn ich muss ja diese Pinne hier unten in diesen Liftarm reinschieben, also einmal da hinten. Und die drei anderen Pins, die müssen hier unten rein. Und da unten, ich versuche mal, dass man das sehen kann. Und da habe ich diese ganzen kleinen Technik-Pins, wo dann diese Studs rauskommen, damit man da irgendwas dran befestigen kann. Ja, die sind total falsch angebracht, denn die habe ich hier unten angebracht, aber die müssen eigentlich, ja, da oben angebracht werden. Also muss ich die jetzt erstmal da rausfummeln und das auf beiden Seiten, damit ich überhaupt die Paneele da befestigen kann. Naja, dann mal los. Mein Gott, was für eine Fummelarbeit! Da lernt man so einen Teileseparierer doch wirklich nochmal zu schätzen. Aber noch schlimmer war es ja wohl, hier diese Abdeckung, also dieses untere Panel dran zu bekommen. Wie gesagt, es wurde einfach eingesteckt hier an diesen drei Stellen. Und das gleiche dann nochmal genau hier, und ich glaube, man muss es eher von unten sehen. Hier kann man es hoffentlich erkennen. Hier haben wir auch nochmal 1, 2, 3 Stellen, wo es dann eingesteckt wurde. Und das Ganze dann mit diesen Teilen, und man soll das komplette Panel dann einfach von unten ranstecken. Aber das funktioniert ja mal sowas von überhaupt gar nicht. Da fummelt man sich tot und nichts passt richtig. Also habe ich erstmal die Teile hier einzeln in ihre Positionen reingesteckt und dann die Platte von unten dagegen gedrückt, damit die dann, ja, dran hält. Und das hat dann auch gut geklappt, und das werde ich hier bei dem zweiten Teil, bei dem zweiten Horn dann direkt so machen. Das erspart einem eine ganze Menge Zeit und Fummelkram. Aber das bei dem ersten Teil hier, das war schon echt gar nicht mal so einfach. Kurzer Zwischenstopp, ratet mal. Ja, es fehlt wieder was. Hier fehlt ein Teil, eine 1x2er. Hier kann man sie sehen, so eine braune. Und das hier sind alle Teile, die noch über sind. Also die fehlt definitiv, aber sowas hat man ja zum Glück in der Ersatzteilkiste. Von daher kann es dann auch weitergehen, auch wenn die Farbe nicht 100% passt. Egal. Und das war's. Bauabschnitt 7 ist erfolgreich angebaut. Ein Teil hat gefehlt, drei Teile sind übergeblieben, und Bauabschnitt 8 steht kurz bevor. Schauen wir noch mal kurz rum, was haben wir genau gemacht. Wir haben also diese beiden Paneele hier jeweils von der Unterseite der vorderen Hörner zusammengebaut aus vielen Platten und dann hier dran befestigt. Das Befestigen, muss ich echt sagen, ist eine kleine Fummelarbeit. Vor allem fällt da auch gerne mal was ab. Und ich hoffe, das wird dann auch noch auf irgendeine Art und Weise verstärkt, dass es wirklich dann nicht nur an diesen kleinen 6 Befestigungspunkten hier dran hängt. Ich habe nämlich keine Lust, dass irgendwann, wenn es mal sich löst, nochmal alles auseinanderzubauen dafür. Aber naja, muss ich abwarten. Schaut nochmal auf einen Gesamtblick drauf.
ein imposantes Teil mittlerweile. Wird immer größer und fülliger und das Hin- und Hertragen wird auch nicht gerade leichter. Aber macht nach wie vor einen Riesenspaß. Der Falke nimmt immer mehr Formen an und ich bin gespannt, wie es weitergeht im nächsten Abschnitt. 311 Seiten haben wir und ich bin auf Seite 161. Ich habe die Mitte verpasst. Wir sind also schon mehr als halb durch, was hier die Seiten der Anleitung anbetrifft. Und das bringt uns zu Bauabschnitt Nummer 8. Hier seht ihr die Teile, die in diesem Abschnitt verbaut werden. Und ich habe mal ein klein wenig hier in der Anleitung gespickt, was wir so bauen und wo ich schon richtig Bock drauf habe. Wir bauen hier irgendwelche kleinen Verkleidungen und die müssen auf die Unterseite angebracht werden. Und das ist bei dem Riesengerät hier gar nicht mehr so leicht, weil einfach mit Umdrehen, das ist nicht mehr. Also ich vermute mal, das wird eine kleine Fummelarbeit und wir werden so ein paar andere kleine Abdeckungsteile, Verkleidungen und sowas bauen, wie es aussieht. So richtig durchgeblickt habe ich da jetzt noch nicht, aber sei es drum, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Dieses Teil hier haben wir jetzt zweimal gebaut und das wird unter dem Falken befestigt, ist also ein Deko-Element, was hier unten drunter kommt und bevor ich das hier dran baue, ihr seht schon, das wird mit solchen Pinnen befestigt, zeige ich euch mal, weil das ja von der Ansicht her schon etwas schwierig ist, wie das beim ersten Abschnitt genau war. Und hier kann man sehen, hier ist das Teil angebracht, man kann hier sogar noch dieses Gelenk hier bedienen, was allerdings keinen praktischen Sinn hat, denn das soll hier einfach zubleiben. Auf jeden Fall, hier wird es unten angebracht und dann gibt es noch gleich, was ich auch bauen muss, für das zweite Teil hier dieses seitliche Element. Auch das wird mit Technikpinnen angebracht und befestigt hier am Gehäuse. Ja, man kann es kaum sehen. Also das eine Teil wird hier hinten reingesteckt. Das sind diese drei, die man sehen kann. Und das seitliche Element wird dann auch hier dran befestigt. In zwei Schritten haben wir nun diese Paneele hier gebaut, also jeweils zwei Stück. Das sind die beiden und zwei habe ich schon hier verbaut. Und jetzt zeige ich euch noch, wie die hier angebracht werden am Falken. Zumindest versuche ich das Ganze mal. Also ich ziehe ihn mal ein Stückchen hier ins Licht und wir nehmen uns eins der Paneele. Hier sieht man, dass wir hier oben diese Achsen angebracht haben und die werden hier durchgesteckt und dann kontern wir sie mit diesen gelben Teilen hier. Also versuchen wir es mal. Einmal. Da haben wir es und dann nehmen wir uns eins dieser Teile hier und stecken es hier drüber. Einmal runterschieben, dann hat es schon einen Halt. Und dann direkt noch ein zweites oben drüber. Und schon ist das Panel fixiert und das haben wir jetzt an der Stelle gemacht, an der Stelle, an der Stelle und das vierte Panel wird dann noch hier eingesetzt. Da freut sich die Ersatzteilkiste, das ist alles, was übrig geblieben ist, einige Kleinteile. Ja, der nächste Schritt ist der Schritt Nummer 9, aber erst schauen wir nochmal, was wir bei Schritt 8 gemacht haben. Wie gesagt, wir haben, habe ich euch ja schon gezeigt, diese Paneele hier angebracht. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Dann habe ich jetzt im letzten Abschnitt, das hier ist dort, wo die Löcher auf der Unterseite sind. Vielleicht kann man so etwas sehen. Da haben wir also quasi Teile reingesetzt, Inlays mit verschiedenen Verzierungen, dass das alles ein bisschen verspielter und technischer aussieht. Und schaut her, wir haben wieder Telefonhörer verbaut. Ja, zwei Stück, die Dinger sind wirklich überall. Und man sieht schon, das wurde einfach nur hier reingesteckt in diese Löcher und dann hier mit den Noppen verbunden. Einmal hier und genauso hier wurde es auch einfach mit den Noppen angesteckt, das Ganze. Ich versuche mal, dass ich euch zeigen kann, wie das Ganze von unten aussieht. Und dafür wandern wir mal nach unten. Das wird wirklich immer schwieriger, das alles zu zeigen. Aber ich hoffe, hier kann man es sehen. Da haben wir also die Löcher und dann die Verzierungen, die hier angebracht wurden. Einmal hier und einmal hier. Da seht ihr wieder den Telefonhörer. Und genau dasselbe gibt es dann auch hier auf der anderen Seite. Also da haben wir jetzt die ganzen Verzierungen reingebracht. War ein schöner Bauabschnitt. Natürlich noch hier unten die Verkleidungen, die hier, die... Ich
weiß nicht, die gefällt mir nicht so gut. Die hängt etwas locker durch, aber ist trotzdem alles so, wie es sein soll, verbaut worden. Auf der anderen Seite hier, da gefällt mir das wesentlich besser. Da sind auch hier die Abstände schöner. Keine Ahnung, dass ich da irgendwie so eine Differenz drin habe. Auf jeden Fall, das war der Bauabschnitt. So sieht der Falke aus. Er wird immer voller und hat immer weniger Löcher überall drin. Und er wird natürlich auch schwerer. Ich muss ihn jedes Mal hier rumschleppen, wenn ich aufhöre zu bauen, wieder zurück ins Büro bringen und wenn ich baue, wieder hierhin. Und das wird immer schwieriger, kann ich euch sagen. Aber er sieht richtig cool aus. Und jetzt richtig schön bunt. Also keine Ahnung, warum die jetzt hier grüne und blaue Teile verbaut haben und gelbe und rote. Also ein kunterbunter Bauspaß hier innen drin. Aber das wird später noch alles verkleidet, denn im nächsten Abschnitt, kann man hier schon sehen, kommen hier auf die Hörner diese äußeren Abdeckungen noch mit drauf. Und ja, ich denke, dann haben wir den Bereich und den Bereich komplett fertig. Und dann geht es später mit dem Körper weiter, wo dann auch die Abdeckplatten drauf kommen. Aber für heute wäre es das gewesen. Danke fürs Zusehen.